Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge After Humans. In den letzten paar Folgen waren wir ein wenig mehr technikversiert unterwegs. Ich habe hier den Raum ausgehoben offscreen und die Maschinen hier hingebaut. Hab euch das ein bisschen erklärt in der letzten Folge. Und ich habe gesagt, bis Folge 50 wollen wir Monster dann anschalten. Beziehungsweise in Folge 50 erstmal ein Toast essen. Toasties. Fehlt nur noch der Toaster. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal angeschmissen. Pulverisierte Kohle. Die kriegt man, wenn man Kohle in den Pulverisierer reinschmeißt. Obsidian und Iron Ingot. Das wird gerade verarbeitet. Da ist sogar ein Double Layer Capacitor drin. Den Octetic Capacitor kann ich noch nicht bauen, weil ich da zu wenig Materialien habe. Auf jeden Fall produziert er jetzt gerade Dark Steel. Dark Steel hier, wenn ich Dark eingebe, habe ich schon mal 16 Barren, 49 Dark Iron Bars und Dark Steel Leitern. Die Leitern werden wir bestimmt noch das ein oder andere Mal brauchen. Was ich jetzt gerade mal gucken wollte, war, wo ist denn der Dark Iron? Dark Iron, da. Daraus könnte ich ein Reinforced Obsidian. Reinforced Obsidian, Witherproof. Ist ja geil. Pressured Fluid Tank. Und Leitern kann man daraus machen. Gut, dann verbrauchen wir diese Barren erstmal nicht. Gleiterschwingen. Aha. Wo hatte ich denn die gerade? Ah, Mann, ey. Scheiß Insekten. Auf jeden Fall wollen wir uns hier die Dark-Rüstung machen. Dark-Helm, Dark-Plate, Dark-Leggings und Dark-Boots. Das ist auch das, was... Ja, Gronkh und Debitor und Turbinator benutzen. Und ja, das ist ganz gut, weil da ziemlich viele geile Sachen drauf können. Solar zum Beispiel sorgt dafür, dass man immer Energie dabei hat. Night Vision macht alles ein bisschen heller. Revealing weiß ich gerade nicht. Vielleicht sieht man damit Kabel oder so. Empowered ist verstärkt. Gleiter, Speed und Jump kann man daran benutzen. Wir brauchen... Okay, 17 von den Barren haben wir schon mal. Wir können zumindest schon mal die Sachen bauen. So, Dark Helm. Dann Dark Plate. Zwei Sachen schon mal. Yay. So. Was wir nebenbei noch kurz gucken könnten, wäre Backpack. Ne, da habe ich was anderes gesehen gehabt. Crane Backpack. Ich hatte irgendwas gesehen gehabt. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Wir gehen nochmal ins... Wir gehen kurz nochmal ins System rein. Damit wir, falls wir was finden, direkt craften können. Das war hier irgendwo. Lalala. Alter, diese ganzen Fassaden. Müssen die in der Liste drin sein? Könnte man die nicht einfach ausmerzen? Irgendwo war eine Art Rucksack. Alter, das ist viel. Richtig, richtig viel. Hier. Satchel. Empty. Burlap.
Brötchen. Ja gut. Haben wir alles. Was macht er jetzt? Satchel. Kann man den aufziehen? Oh, jetzt habe ich ihn weggeschmissen. Kann man den anziehen? Nein, man kann ihn nicht anziehen. Warum nicht? Jetzt habe ich einfach nur einen normalen Rucksack gebaut, oder was? Ist ja ein bisschen blöde. Aber hier gibt es noch hier hardened Satchel. Inver Ingot. Inver. Haben wir sogar. Tin Ore Berry. Warum nehmen wir da nicht nur Tin Ore Berries? Können wir doch machen. Hier. So. Ach, weil das. Tin Nugget. Hier, dann nehmen wir die Nuggets. So. Hardened. Zack. Reinforced. Fused Quartz. Inver. Inver haben wir natürlich nicht. Klicken wir nochmal drauf hier. Hardened. Reinforced. Inver. Inver. Wie macht man das nochmal? Inver. Alloy. Iron plus Nickel. Und die Inver Blend. Iron plus Nickel oder Ferröses. Da ist ja sinnvoller, wenn wir einfach hier. Wir schmeißen einfach zwei Iron Barren und einen Ferrösen in den Alloy Smelter. Hier. Schauen wir mal. Iron. So. Und. Moment, wir gucken erstmal nach Nickel. Eieiei. Moment, Ferrös. Okay, wir machen mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, wir haben da auch noch Barren. Blöcke. Painting. Alloy Smelter. Ist natürlich richtig geil, dass wir das gerade nicht benutzen können. Schauen wir nochmal nach Inver. Moment. Inver. Inver Ingot. Kann man das noch irgendwie anders zusammenschmeißen? Induction Pulverisierer. Alloy. Wir könnten jetzt natürlich noch die Tinker Schmelze nehmen. Aber das bringt gerade nicht so viel. Ach, ist eh gleich vorbei. Machen wir halt zwei gleiche Sachen gleichzeitig. Dark. 29. Zack. Hier, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. 1, 2, 3. Dark Steel Anvil. Der passt ja nicht so wirklich hier rein, oder? Wir machen jetzt erstmal hier mitten drin. Zack. Ender IO. Moment mal, hier. Kann man da Level draufhauen oder so? So. Wie ging das nochmal? Repair. Ah. Was war das denn jetzt? Okay. Aha.
Ich weiß gerade nicht, wie man die Boni raufhaut auf die Dark-Sachen. Dark. Oh. Und noch die Boots. Oh, 4 Stück nur noch. Das wird ja richtig knapp. Ich glaube, das reicht nicht. Was? Da immer noch eins? Braucht das so lang? Ah, okay, das reicht nicht ganz. Nein! Wir brauchen wieder Obsidian und den Mist. Ja, auf jeden Fall möchte ich mir die Dark-Rüstung craften. Beziehungsweise ich bin dabei. Ich schau mal, wie ich die Boni draufkriege. Anvil Upgrades. Geht das damit? Repair Name. Nö. Keine Ahnung, wie ich die Level darauf hau. Man braucht auf jeden Fall Level, aber... Dark. Gibt's hier irgendwas? Lala. Dark Fancy Workbench? Nö. Dark Steel. Portal to the Deep Dark. Deep Dark ist auch so eine Sache, aber da gehen wir noch nicht hin. Iron Block, Gold Block. Enchanter? Was gibt's denn da? Disenchanter. Enchantment Router, Auto Disenchanter, Auto Enchanter, Auto Enchant, Advanced Enchantment Table, Enchanting Plus. Eye of Ender. Blaze Powder. Cinder Pearl. Ich hab kein Blaze Powder. Alter. Jetzt können wir nochmal ganz kurz reingucken. Dark. 4 Stück reicht nicht. Mist. Gut, Iron Ingot. Hier. Nein! Jetzt habe ich aus Versehen. Hier. Zack. Ein Glück. Invar. Jetzt müsste das funktionieren hier. Wie heißt das Ding nochmal? Satchel. Satchel? Satchel. Aha. Reinforced Satchel. Invar Nugget. Invar. So. Es geht noch hardened. Alles gehärtet. Fused Quartz. Na gut. Reinforced. Resonant. Elektrum. Enderium. Das kann ich ja vergessen. Woher kriegt man denn Pyrotheum? Blaze Bomb. Nee. Okay, das ist... Okay. Ja, gut. Auf jeden Fall ein zweiter Rucksack. Warum nicht? Big Green Backpack. Speckpack. Toast ohne Ende. Kann man nicht sagen, hier? Moment. Brett? Nur mal gucken hier. Brett. In welchen geht das? Redstone.
Ich habe hier nämlich nochmal ganz kurz. Zack. Hier kann man jetzt ohne Probleme noch. Das ist der Redstone-Ofen. Brot. Jo. Läuft. Jetzt brät er automatisch Toast. Jetzt kann ich Toast, wenn ich will. Sehr schön. Dann können wir mal ganz kurz, dann kann ich euch das auch kurz zeigen. Und zwar habe ich hier ein Kabel gelegt, das habe ich noch nicht abgedeckt. Sieht man halt noch. Das ist ein einfaches ME-Glaskabel, Fluix. Habe ich so hier lang gelegt, bis da hinten hin. Hier in dem Gang kann man das auch ruhig sehen. Hier habe ich es erstmal im Zickzack, weil der Nachteil ist, dass man das Kabel leider nicht so schräg bauen kann. Ich könnte es allerhöchstens hier von vornherein vielleicht auf der rechten Seite vom Gang und dann hier in die Wand rein und dann oben direkt raus. Aber es war einfach nur dafür da, dass ich ein Crafting Terminal hier habe, damit ich auch von der Schmiede aus ganz schnell mal hier ran kann. Warum genau sind wir jetzt eigentlich in die Schmiede? Genau, weil ich dahin wollte. Holen wir mal das ab. Und dann machen wir das so. So. Machen wir das. Schmeiß mal alles rein. Mal kurz gucken. Brad 75. So, langt erstmal. Hier habe ich auch noch ein bisschen Toast. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Reinforced Satchel und packen da Essen rein. Und den anderen Rucksack nehmen wir für Drops und andere Sachen. Weil man will ja noch auf eine Weltreise gehen, ne? Jetzt habe ich gerade einiges an Platz noch. Also könnten wir mal ernten gehen. Ich war lange nicht mehr hier draußen. Oha. Oha. Mein Huhn. Hier los. Achso. Schön das Zuckerrohr mitnehmen. Super. Ist auf jeden Fall ein bisschen was an Zuckerrohr. Und hier können wir schön Weizen mitnehmen. Das Coole ist, ich habe ja hier den Travel Anker oder wie der auch immer heißt. Und der sorgt ja dafür, dass ein gewisser Radius an Chunks immer geladen ist. Und ich habe den Radius recht groß eingestellt. Dadurch wächst hier immer das Weizen schön. Oder der Weizen. Und die Enderperlen, die Enderliniensamen, die wachsen auch immer schön. Und im Endeffekt habe ich den Radius nur so groß eingestellt, weil wenn man den Radius nicht groß genug einstellt, dann kann man zum Beispiel dieses lange Fluix-Kabel, was ich euch gerade gezeigt habe, ich musste den Radius höher einstellen, weil sonst der Monitor nicht funktioniert hätte. Der war erst schwarz, nachdem ich es ein bisschen höher eingestellt habe, war dann auch einsatzbereit. So. Können wir ja wieder zurück. Wobei, können ja noch ein bisschen Bären. Aber das ist immer so dunkel.
schwarz wie die Nacht. Ich habe hier keine Fackel. Hier, Moment. Zack. Nehmen wir die Fackel mal schnell mit. Dann sehen wir auch was. So. Ganz entspannt. Ein bisschen mitnehmen. Nein, du sollst nicht die Fackel setzen, Mann. Immer dieses Problem. Ja, hier könnte man dann auch noch automatisch so einen Harvester oder wie das heißt. Oder... Wie heißt denn das Ding? So ein Erntegerät halt, das automatisch die Beeren erntet. Ich bin auch überlegen, ob ich hier bleibe. Ich meine, so weit fortgeschritten sind wir jetzt auch nicht. Ein kleines Häuschen haben wir gebaut, ME-System haben wir gebaut, ein paar Maschinchen, also halbwegs automatisiert. Eine kleine Bärenfarm haben wir hier. Was haben wir denn noch? Na, ein Weizenfeld haben wir. Und bis jetzt 2, 3 Dörfer gefunden und ein paar Minen. Hallo? Jo. Ein bisschen Terraforming haben wir auch schon betrieben. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Wenn ihr nicht von vornherein dabei wart, sondern einfach nur mal reinschaut. So, und da vorne müssten noch XP-Bären rumgammeln. So. Na dann. Zurück. Ja, das ist ziemlich viel. So. Das war alles vorher nicht so verwachsen. Hier, schöner Fluss. Was sieht man unter Wasser? Ein Schaf! Hier ist Ton. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Brauche ich. Uiuiui. Da, da, da. Immer diese Schlangen. Das ist aber ganz schön viel Ton. Na dann, auf wieder hoch. Yeah, richtig viel Ton, geil. So. Schauen wir mal. Hier. Die habe ich erst neu wieder gesetzt. Kein Wunder, dass die noch nicht groß gewachsen sind. Zeige ich euch hier. So, da habe ich ihn. Ein Dimensional Anchor. Und da habe ich eingestellt, Area 13x13. Also im Endeffekt 13x13 Chunks sind immer geladen. Und das kann man ziemlich hoch einstellen. So. Gehen wir erstmal wieder rein. Raus hier. Und dann packen wir mal das ganze Weizen wieder rein. Adern, den Ton, das kann alles rein. Fackel auf. Dürfte jetzt eigentlich nicht mehr. Ist so blöd? Was soll denn das? Aha.
Na, okay, das hat nicht so ganz geklappt, aber wir haben ja unser Inver-Ingot. Dark Plate. Womit zum Teufel kann man das denn aufwerten? Muss ja von Ender.io sein, ne? Weil das Zeug ist ja auch von Ender.io. Was haben wir denn hier? Stirling-Generator, Combustion-Generator, Zombie-Generator, Sag-Mill, Alloy-Smelter, Creative, Capacitor-Bank, Painting-Machine-Crafter, Devot. Used to bring. Aha. Power-Monitor, Powered-Spawner, Soul-Binder. Used to convert the type of a broken spawn. Achso. Slice and Spice? Teleport Block. Uses power to teleport entities to must be placed. Aha. Travel Anchor. Travel Anchor ist cool. Wie baut man den? Pulsating Crystal. Baut man den? Pulsating Iron Nugget. Wie ging das nochmal? Pulsating Iron? Enderperl. Ah. So teuer sind die gar nicht. So teuer sind die gar nicht. Und mit denen kann man sich einfach hin und her teleportieren. Cool. Ender.io. Kreativ Buffer, Omni Buffer, Power Buffer, Item Buffer. Dimensional Transceiver. Aha. Vakuum Chest. Die zieht alles in der Nähe ran. Wireless Char, Killer Joe. Enchanter! Da ist er. Ein Buch. Alter, Blank Pattern. Aha. Hier. Vegan Option. So, hier ein Buch. Wo ist der Enchanter jetzt hin? Viermal Darksteel haben wir noch. Use EXP. So, hier, zack. Was? Hey. Book and Quill? Wieso braucht man denn für alles Anvil? Soulbound. Lock of the Sea. Lure. Infinity. Interessant. Einzelne. Ja, cool, man kann dadurch die einzelnen Verzauberungen direkt bekommen. Ja, aber irgendwie. Torms, Aqua Affinity, Respiration, Proctil Protection, Last Protection, Feather Falling, Protection, Dark Steel. Ist ja falsch. Das war irgendwie falsch. Gibt es noch was anderes? The Ender. Dark Steel Ball. Basic Gear. Broken Spawner.
Empowered. Hold Shift, Empowered. Damage absorbed by power. Okay. Das klappt irgendwie nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe auch noch keine Bücher. Ach, da oben waren noch welche. Wir schauen jetzt noch kurz und dann ist auch wieder Ende Gelände. Hängen wir einfach an der Wand fest. So, hier haben wir Temple Prayers. Lure. Was war denn nochmal Lure? Luck of the Sea. Ach, Lore war irgendwas mit... Weiß der Geier was. Power 5. Alter. I don't know. Ich weiß gerade echt nicht. Was ich mit den ganzen Sachen machen soll, hier Luck of the Sea. Luck of the Sea ist was für Fishing Rod. Oder? Glück des Meeres? Was bringt denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Und vor allen Dingen, dass ich das jetzt gebaut habe, ey. Nö, bringt nix. Keine Ahnung. Ich bin jetzt hier gerade Dark Plate. Ah, hier, Luck of the Sea funktioniert schon mal. Warum wird mir das doppelt angezeigt? Ganz ehrlich. Naja. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier Ende für die Folge. Und dann gucken wir mal, was wir im nächsten Part machen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ich hier die Sachen verbessern kann. Ich werde dann kurz... Oder ich werde dann vielleicht bis zur nächsten Folge gucken, dass ich hier noch ein bisschen Dark Steel ranbekomme für die Hose. Da brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Also 7 Obsidian muss ich mir ranholen. Allgemein muss ich ein bisschen mehr Obsidian ranholen, aber naja. Ja, noch 3 bzw. 4 Folgen und wir wollen Monster anschalten. Ein passendes Schwert. Naja, ich könnte ja zur Not damit noch arbeiten. Und wir haben ja auch noch ein anderes geiles Schwert gebastelt. Was jetzt unten liegt. Ja. Gut. Monster anschalten. Und dann entweder nachdem wir die Monster anhaben, werden wir wieder auf Reise gehen und ein paar Sachen ranholen. Oder... Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich machen will. Oder ich fange an, das Haus hier mit verschiedenen Mods zu verschildern. Mr. Crayfish hat ein, also den Mod Mr. Crayfish hat ganz geile Sachen. Hier Badezimmer und Kücheneinrichtung. Und Custom NPCs war es nicht. Irgendein anderer Mod hier... Wie heißt denn das? DecoCraft. DecoCraft hat richtig viele geile Sachen. Damit könnten wir arbeiten. Also mal schauen. Je nachdem, worauf ihr Bock habt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.